Okay, als wie der Tod aussieht und so weiter, alles die schwarze Pupille. Wenn man eine schwarze Pupille hat, dann weiß man, wie der Tod aussieht. Die schwarze Pupille bedeutet Verstickungsattacke. Schwarze Pupille bedeutet, sich Sorgen zu machen im Erdgeschosswanderkomplex, ob irgendwas heruntergefallen ist. Schwarze Pupille ist also nicht oben und schwerelos der NASA, sondern eine schwarze Pupille sollte man wissen, dass das der Tod ist. Hier gibt es Ärzte, Doktoren, die nicht wissen, wie eine schwarze Pupille aussieht. Wichtig ist auf jeden Fall, dass man in der Medizin wenigstens weiß, ich kenne nicht den Begriff Medizin, ich habe den Begriff Thermononik, Nick Carter, Backstreet Boys, so, ich habe Liberty in the House, ist die gesamte Universität, so Sachen, was sie hier sagen, Universität, das sind also alle Studienfächer, die dort es gibt, weltweit, aber Sachen, was das Wichtigste jetzt irgendwo wichtig ist, ist zu wissen, was ist gegenüber beim Gespräch, was sehe ich dort? Und das im Auge, was man sieht, schwarz, dass derjenige tot ist, dass er sich Sorgen macht, ob irgendwas heruntergefallen ist im Erdgeschosswanderkomplex, ob er gerade Besuch bekommen hat oder nicht. Und wenn man nicht herangeführt wird und ihn erleichtert, dass er nachsehen kann im Erdgeschosswanderkomplex, so ist die Pupille schwarz.